Was geht ab, Mutanten und Mutanteretten? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Flashback Rap Mag. In dieser Woche geben einige große US-Rap-Stars ihre amerikanische Staatsbürgerschaft auf. Warum die das gemacht haben, heute in der Sendung. Und ein wichtiger Gegenstand aus der Nacht, in der Tupac Amaru Shakur ermordet wurde, wird jetzt zur Handelsware. Weil im Kapitalismus selbst der Tod eine Handelsware ist, können Tupac-Fans mit einer gewissen Morbidität jetzt bei einem Autohändler aus Las Vegas den originalen 7er BMW kaufen, in dem der Rapper einst in Las Vegas erschossen wurde. Für 1,7 Millionen Dollar bekommt der Käufer nicht nur den Wagen, sondern es wurde auch der originale Reifensatz aus der Mordnacht anmontiert. Auch das originale Mobiltelefon Marke Backstein befindet sich noch in dem Wagen, wegrestauriert wurden nur die Einschusslöcher, während sich auf dem Typenschild und der Wurzelholzarmatur noch Rückstände von Kugeln erkennen lassen. Und wenn der glückliche Gewinner der Auktion ganz intensiv sucht, vielleicht findet er in den Ritzen von den Reifen ja noch eine kleine Blutspur von Tupac. Es ist ein wunderschönes Stück Musik, an dessen Ende der Künstler dahinter für immer in das weiße Licht geht. Die Familie von Mac Miller hat am vergangenen Freitag Good News, den ersten Track aus Macs letztem Album Circles, veröffentlicht. Das soll am 17. Januar kommen und dokumentiert auf beeindruckende Weise die nächste Entwicklungsstufe des Rappers. Ruhig, getragen, fast psychedelisch wirkt Macs Gesang in Good News. Sofort muss man dabei an genauso getragene, verpennte Popmusikmarke Kurt Cobain in Marigold, Velvet Underground oder den Beatles in ihrer LSD-Zeit denken. Wem diese Bands jetzt so gar nichts sagen, keine Sorge, Mac macht jetzt nicht irgendeinen cheesy Konsens-Pop, sondern der hat schlicht seine entspannte Art und nochmal 2000 km/h verlangsamt und sich über einen komplett im Studio eingespielten Beat tragen lassen, der so vielseitig ist, dass er eher als instrumentale Begleitung beschrieben werden müsste. Passend zu dem Song ist das Video zum Song eine trippy Collage zwischen Yellow Submarine, Spieleautomat, Grafik, Design, Gedingse, Unendlichkeitstragödie und in jedem Fall definitiv etwas, was du dir reinziehen solltest. Mit einem emotionalen Insta-Post erklärte Macs Familie, dass der Albumtitel Circles heiße, weil das Album das Gegenstück zum Vorgängeralbum Swimming sei. Geht man von Swimming als Halbkreis aus, würde dieser nun mit Circles komplettiert werden. Außerdem habe es für Mac Miller kaum ein größeres Glück gegeben, wenn Menschen seine Musik gehört hätten. Genau deswegen sollten alle das auch jetzt wieder tun. Für Swae Lee von Ray Sremmurd hat das Jahr wirklich beschissen angefangen. Nur Tage nachdem seine Ex-Freundin ein Kopfgeld auf ihn ausgesetzt hatte, wurde jetzt sein Stiefvater in Tennessee erschossen. Aber jetzt wird's krass, der Hauptverdächtige in dem Mordfall ist ausgerechnet Sways eigener Stiefbruder, der 19-jährige Michael Sullivan. Der wurde zunächst von der Polizei festgehalten, um ihn einer psychiatrischen Erstuntersuchung zu unterziehen und später dann an ein reguläres Gefängnis transferiert. In bewegenden Tweets reagierte Sway auf seine ganz persönliche Neujahrestragödie. Die Rückbesinnung auf die eigenen Wurzeln im Mutterland, dem Kontinent Afrika, ist schon seit Jahrzehnten ein Thema in den afroamerikanischen Communities. Solche Gedanken, wenn in einer Zeit, in der ein rassistischer alter Mann der Präsident der USA ist und sich damit auch Polizeimorde und offene Diskriminierung an Afroamerikanern immer mehr häufen, noch intensiver. So verwundert es nicht, dass sich gleich zwei Schwergewichte des US-Rap dazu entschieden haben, eine afrikanische Staatsbürgerschaft anzunehmen. Nummer 1 ist Ludacris, der seit wenigen Tagen ein stolzer neuer Bürger des Heimatlandes seiner Frau Eudoxie ist, und zwar des zentralafrikanischen Landes Gabun. Mit einer feierlichen Zeremonie im Außenministerium des Landes wurde Luda in der gabunischen Hauptstadt Libreville sein neuer zweiter Pass überreicht. Ladies and gentlemen, I just became an official citizen of Gabon, of Africa. I am a loyal citizen of Zamunda. I mean Gabon.
album. This is the greatest day of my life. US Rapstar Nummer 2 ist ausgerechnet Cardi B, die sich nach dem Militärschlag der USA gegen den ranghöchsten iranischen General öffentlich für die nigerianische Staatsbürgerschaft bewarb. Als Afro-Dominikanerin gehen auch Cardis Wurzeln klar auf das Mutterland zurück und in Nigeria würde sie sogar mit offenen Armen empfangen werden. So erklärten Vertreter der staatlichen nigerianischen Diaspora-Kommission, dass man gar nicht warten könnte, sie wieder aufzunehmen. Das war's wieder mit dem Flashback Rap Mac für diese Woche. Wir sehen uns nächste Woche Mittwoch und heute will ich gar nicht großartig rummoralisieren. Ich will auch gar nichts quatschen über die Zerstörung der Natur und wie die Tiere in Australien leiden und so. Ich werde euch einfach ein Twitter-Video zeigen von amerikanischen Feuerwehrleuten, die in Australien am Flughafen ankommen und von den Leuten dort mit begeistertem Klatschen empfangen werden. Und dieses Maß an Menschlichkeit, das ist genau das, was ich mir wünschen würde als Dauerzustand. Diese positiven Vibes, die nehmen wir jetzt mit in die nächste Woche. Das hier ist das Flashback Rap Mac. Wir sehen uns nächste Woche Mittwoch. Like das Video, kommentier über die Themen der Sendung, abonnier den Kanal, zeig ein bisschen Liebe, du kennst das Spiel. Mein Name ist Johnny Mutante. Bis nächsten Mittwoch. Peace.